Das eben war eine kleine Auswahl von einfachen Szenen, welche sich mit dem Devolo Home Control System einfach erstellen lassen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im YouTube-Kanal von sio.de, deinem Smart Home Blog. Nachdem es zur IFA 2014 angekündigt wurde, ist es nun endlich mit einer Verspätung von nur 7 Monaten im Handel erhältlich. Home Control von Devolo, das Smart Home System des Powerline Spezialisten. Viele User haben auf das Smart Home System von Devolo gewartet, denn es soll nicht nur ein besonders einfach zu bedienendes Smart Home System für jedermann sein, sondern bietet dank Z-Wave Funk auch eine sehr breite Palette an Komponenten und Sensoren. Alle reden vom Smart Home, ich mach das selber. So der Werbeslogan des Powerline Spezialisten. Mutig, denn für den Do-It-Yourself-Markt muss das System vor allem 2 Dinge bieten. Eine einfache Montage der Komponenten sowie eine leicht bedienbare Weboberfläche, in welcher sich intuitiv Szenarien und Automatisierung erstellen lassen. Ob Devolo das geschafft hat, zeigen wir dir in unserer Devolo Home Control Videoreihe. In diesem Video beginne ich mit dem Unboxing des Starter-Sets, Anlernen des Wand- und Heizungsthermostats und wir werden eine kleine Heizungssteuerung zusammenbauen. Verpackt sind alle Komponenten, ob groß oder super klein, in riesigen Kartons. Auf der Rückseite der Umverpackung ist je ein Beispiel für eine Automatisierung, Szene oder eine Alltagsanwendung. Ziemlich coole Sache. So, was ist denn nun drin in dem Starter-Kit? Oben auf liegt ein 4-in-1 Sensor. Neben der Funktion als Tür- und Fensterkontakt, welcher meldet, ob die Tür offen oder geschlossen ist, kann der Sensor auch Helligkeit, Temperatur und Bewegung melden. Darunter findet sich die schaltbare Steckdose mit Energiemessfunktion. Und voilà, da ist sie, die Devolo Home Control Zentrale. Auf den ersten Blick sieht diese aus wie ein Powerline Adapter. Das ist auch gar nicht so falsch, denn natürlich hat der Powerline Spezialist Devolo seiner Home Control Zentrale auch Powerline Funktion verpasst. Für alle, die kein Powerline Netz betreiben, gibt es noch einen LAN-Port, um die Zentrale dann ganz konventionell per LAN-Kabel am Router zu verbinden. Bis auf die Zentrale, also nichts Neues, alles OEM-Komponenten, welche wir schon kennen, nur eben mit Devolo Branding. Aber warum die Welt neu erfinden, wenn es schon gute Produkte gibt? Die Installation der Zentrale gestaltet sich denkbar einfach. Du hast 2 Varianten. Entweder in die Steckdose stecken und fertig, falls du bereits Powerline hast, ansonsten einfach noch Netzwerkkabel in die Home-Control-Zentrale und das andere Ende in deinen Router oder Netzwerkswitch. Eine WLAN-Funktion habe ich hier etwas vermisst, um bei der Positionierung der Zentrale innerhalb der Wohnung flexibler zu sein. Schauen wir uns mal die Oberfläche an. Der Weg führt uns nicht, wie vielleicht erwartet, auf eine lokale Adresse in unserem Netzwerk, sondern auf mydevolo.com. Das Devolo Smart Home System ist nämlich cloud-basiert und als erstes müssen wir uns dafür einen Account erstellen. Später wird die Zentrale mit diesem verknüpft. Name, E-Mail und Passwort, das geht noch fix. Wozu mein Geburtsdatum jetzt für das Smart Home so wichtig ist, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Danach nur noch den Link in der E-Mail bestätigen, die gerade versandt wurde, und schon ist der Account fertig. Nun muss natürlich die Zentrale unserem Account hinzugefügt werden. Hier will Devolo nun wissen, wo der Standort meiner Zentrale ist. Wozu? What the fuck? Da mir nichts anderes übrig bleibt, gebe ich die Daten hier noch fix ein. Danach sucht Devolo nach einer Zentrale, welche sich mit der gleichen IP-Adresse wie ich angemeldet hat und findet diese erstaunlich zuverlässig. Um zu bestätigen, dass ich auch physikalisch im Besitz dieser Zentrale bin, muss ich den Taster an der Front der Zentrale drücken. Die Auswahl, um die richtige Taste zu treffen, fällt dann nicht so schwer, denn es gibt nur eine. Bereits nach dem ersten Start fand die Devolo-Zentrale ein neues Firmware-Update und hat dieses auch direkt installiert. Das war's schon mit der ersten Installation, jetzt kann's losgehen. Um nun mit dem Devolo Home Control System überhaupt etwas machen zu können, müssen wir natürlich erst einmal Geräte anlernen. Beginnen wir mal eine kleine Raumheizungssteuerung zu bauen. Und zwar nehmen wir dafür den Danfoss Heizungsradiator und das neue Wandthermostat aus dem Hause Danfoss. Auch diese beiden Komponenten natürlich im schicken Devolo Branding. In dem
großen braunen Karton finden wir die kleine weiße Schachtel mit dem Diavolo Heizungsthermostat bzw. Radiator. Dazu verschiedene Adapter, so dass das Thermostat auf die gängigsten Heizkörperventile passt. Das Wandthermostat, schick, frontet weiß und mit blau beleuchtetem Display. Unter dem Menüpunkt Geräte findest du ein kleines Plus-Symbol oben rechts. Darüber lassen sich neue Geräte anlernen. Diavolo listet hier in großen Windows 8 ähnlichen Kacheln sein Portfolio auf. Beginnen wir mal mit einem Klick auf das Raumthermostat, um dieses anzulernen. Cool, ich bekomme hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Video, in welchem von Montage bis hin zum Anlernen alles erklärt wird. Ich bin nicht wirklich massiv handwerklich begabt. Dadurch, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, habe ich aber Glück zu wissen, wie herum man einen Hammer hält und habe auch schon mal einen Akkuschrauber benutzt. Ohne viel vorwegzunehmen, ich habe es geschafft, das Wandthermostat zu installieren. Der eigentliche Anlernprozess geht recht fix. Einfach oben die einzige Taste, welche es am Wandthermostat oben gibt, für eine Sekunde gedrückt halten. Eine grüne LED unter dem transparenten Knopf zeigt mir, dass der Anlernprozess aktiv ist. Die Diavolo-Zentrale leitet mich automatisch zum nächsten Schritt, sobald das Wandthermostat erkannt wurde. Cool, hier hatte ich wirklich zum ersten Mal das Gefühl, dass es was werden kann mit diesem Smart Home und Massenmarkt. Nun noch einen Namen. Raum und ein passendes Symbol vergeben. Fertig. Das Wandthermostat ist ja nur ein Sensor, welcher die Ist-Temperatur misst und mit der Soll-Temperatur abgleicht. Daher brauchen wir ja nun irgendetwas, das die Bude heizt, wenn es mal kalt wird. Daher nehmen wir hier noch fix das Danfoss Heizkörperthermostat. Auch hier zeigt uns die Installationsroutine, was zu tun ist. Batterien einlegen, Polung beachten, Klappe zu und weiter geht's. Jetzt muss das konventionelle Thermostat herunter. Dazu am besten dieses voll aufdrehen, dann lässt es sich leichter lösen. Und keine Angst, es kommt kein Wasser heraus aus dem Heizkörper. Jetzt brauchen wir den Adapterring. Danfoss-Thermostat aufgeschraubt, fertig. Zum Anlernen nur noch die untere mittlere Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Hintergrundlicht des Displays blinkt. Sobald sich Diavolo und Danfoss gefunden haben, geht es auch hier mit dem nächsten Schritt automatisch weiter. Name, Raum und Icon vergeben, weiter geht's. Jetzt möchte ich schon gerne, dass der Danfoss Heizungsradiator die Temperatur reguliert, welche ich am Wandthermostat einstelle. Das erste Mal habe ich es über Regeln versucht und habe gefrustet aufgegeben. Denn das wäre der falsche Weg. Dafür hat Diavolo nämlich den Menüpunkt Gruppierungen. Hier kannst du individuelle Gruppen von Geräten erstellen, welche synchronisiert werden sollen. So kannst du Z-Wave-Steckdosen synchron einstellen. Wenn die eine Steckdose eingeschaltet wird, schaltet auch die andere in der Gruppe zu. Genauso funktioniert das mit der Raumheizungssteuerung. Einfach Wand und Heizungsthermostat in eine gemeinsame Gruppe packen und schon wird die Temperatur, welche du am Wandthermostat einstellst, an das Heizungsthermostat übertragen. Natürlich kann die Temperatur auch per Smartphone oder Browser dann variiert werden.
Während die Temperatur hier noch synchronisiert, schauen wir uns mal die Zeitpläne an. Sicher möchtest du nicht früh morgens erstmal am Wandthermostat 23 Grad einstellen, um das Bad hochzuheizen. So hätte ja nur deine Freundin was davon, die nach dir ins Bad geht. Über den Menüpunkt Zeitsteuerung kannst du individuelle Zeitpläne pro Wochentag definieren. Zunächst vergibst du hier dem Heizplan einen Namen, damit du später auch wieder weißt, wofür dieser gut ist. Hier kannst du die Wochentage auswählen, an denen der Heizplan aktiv sein soll, sowie ein Datum, an dem dieser endet. Ein Enddatum ist vielleicht für den nächsten Urlaub ganz praktisch. Du kannst ihn aber auch auf Endet nie stellen. Nun ziehst du per Drag and Drop das Heizkörperthermostat in den Zeitplan, welches du steuern möchtest, und vergibst eine Uhrzeit, wann das Thermostat beginnen soll zu heizen. Denk dran, der Raum braucht eine gewisse Vorlaufzeit, um sich aufzuheizen. Ich beginne mal mit 6 Uhr zu heizen, damit es dann so 6.30 Uhr warm ist. Als nächstes füge ich 8 Uhr in meinen Heizplan ein, denn da verlassen wir meist das Haus. Und hier aufpassen, sobald du die Uhrzeit festlegst, sortiert die Devolo-Zentrale diese chronologisch. Meine neu angelegte Uhrzeit von um 8 hat es direkt ans Ende der Liste gebeamt. Etwas nervig, aber wenn man es weiß, fällt man auch nicht mehr drauf hinein. Nachdem alle Schaltzeiten festgelegt sind, einfach über das Häkchen speichern. Hier kannst du beliebig viele Pläne anlegen. Ich baue noch fix einen Heizplan für das Wochenende. Den Zeitplan kannst du natürlich auch für Steckdosen oder andere Aktoren verwenden. Wenn dir die Tabelle zu unübersichtlich ist, kannst du über den Textlink oben rechts auch auf die grafische Oberfläche umschalten. Eigentlich ein ganz nettes Feature, ich bin eher so der Tabellenfreund, deswegen schalte ich auch wieder zurück. Schauen wir nochmal in unsere Gruppierung. Jawohl, das Wandthermostat und auch der Heizkörper sind synchronisiert. Das war unser erstes Video zum neuen Devolo Home Control. Du siehst, es ist recht übersichtlich gehalten und durch die Drag-and-Drop-Funktion auch einfach zu bedienen. In den nächsten Videos zeige ich dir noch, wie man die Szenen und die Regeln anlegt, und wir haben ja noch einige Devolo-Komponenten, die wir auspacken und anlernen können. Hat dir das Video gefallen? Freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn nicht, nutze bitte die Kommentarfunktion zu meckern. Am besten abonniere auch den Kanal, damit du den zweiten Teil nicht verpasst, in welchem ich ein paar Szenen für die Beleuchtungssteuerung bei Bewegung baue. Schau mal wieder vorbei auf www.sio.de, deinem Smart Home Blog.